Der Countdown läuft und das Team ist bereit. Am Sonntag geht der Flieger für die Jungs der Nationalmannschaft nach Kapstadt zur Weltmeisterschaft. Und diese Teilnahme ist für alle etwas ganz Besonderes. Das ist das erste Mal für eine Weltmeisterschaft also mit Deutschland und ich denke, alle sind so ein bisschen aufgeregt. Es ist was ganz Neues, mal an so einem großen Turnier teilzunehmen, aber ich denke, es ist sehr, sehr positiv. Im ersten Spiel treffen die Deutschen auf einen altbekannten Gegner, die Mannschaft aus Chile. Und mit dieser haben die Jungs noch eine Rechnung offen. In einem der letzten Turniere haben sie nämlich überraschend gegen die Südamerikaner verloren. Am Selbstbewusstsein hat die Niederlage aber nicht gerüttelt. Wir wissen auch, der erste Gegner ist Chile und die haben wir schon mehrfach geschlagen und wir sind auch überzeugt, wir sind besser wie die. Deshalb ist das Training bisher noch sehr fokussiert, auch sehr kritisch, weil wir uns voll und fokussiert darauf vorbereiten, jetzt die Ersten zu schlagen und danach gehen wir von Spiel zu Spiel. Mit einem Sieg würden die Deutschen noch direkt am gleichen Abend gegen die Gastgeber aus Südafrika spielen. Ein besonderes Highlight für das Wolfpack, wie die Nationalmannschaft auch genannt wird. Ich glaube, für uns Spieler, sind wir ganz ehrlich, gibt es nichts Schöneres. Ich glaube, wenn man sich ein Wunschspiel aussuchen kann, dann wäre es genau das gewesen. Die Motivation im ganzen Team ist groß, in Südafrika gegen Südafrika ein unvergessliches Spiel zu erleben. Dem Land, in dem Rugby einen Stellenwert hat wie Fußball in Deutschland. Wir haben schon einige große Turniere gespielt, aber ich bin sicher, die Atmosphäre da mit 60.000, 70.000 Zuschauern im vollgefüllten Stadion gegen Südafrika wird was ganz Besonderes. Aber wir wollen darüber noch nicht zu weit nachdenken. Unser erster Gegner heißt Chile und die WM ist eine tolle Sache und wir wollen Rugby Deutschland möglichst gut verkaufen. Denn der Sport führt in Deutschland momentan noch eher ein Nischendasein. Und dabei gibt es sogar mehrere Varianten. Neben dem 15er eben auch das 7er Rugby. Das 7er Rugby wird in Turniermodus gespielt erstmal, zweimal 7 Minuten, also relativ schnell. Und auch nur mit 7 Spielern gegen 7 auf dem gleichen Feld wie 15er Rugby. Also sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr, sehr viel dynamischer, viel mehr Aktion und sehr, sehr körperlich, sehr, sehr anspruchsvoll. Und anspruchsvoll wird es definitiv auch in Südafrika. Das Minimalziel ist dabei ganz klar, der Einzug ins Achtelfinale. Und wer weiß, vielleicht heißt der Sieger dieses Spiels ja dann auch wieder Rugby Deutschland und das Wolfpack schreibt erneut Geschichte.